Hallo meine lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video in Kerstins Küchentraum. Ich möchte mich heute mal an Naanbrot probieren und möchte das Ganze noch ein bisschen abwandeln zu einer Naanbrot-Pizza. Das Ganze probieren wir jetzt einfach mal aus, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Wir probieren es einfach. Was wir brauchen, sind auf jeden Fall 250 Gramm Wasser. Und einen halben Würfel Hefe. Einfach ein bisschen mit reinbröseln. So, und das Ganze stellen wir uns jetzt ein. 3 Minuten. 37 Grad und Stufe 1. Jetzt hat Kerstin mal wieder gelabert und gemacht und vergessen mitzufilmen. Reingegeben habe ich jetzt 450 Gramm ganz normales 405er Mehl. Dazu gegeben habe ich 30 Gramm ganz normale Milch. Einen gestrichenen Teelöffel Zucker, einen gestrichenen Teelöffel von eurem selbstgemachten Backmalz und einen gehäuften Teelöffel Salz sowie einen großen Esslöffel gemahlenen Koriander. Das Ganze lasse ich jetzt einfach 3 Minuten auf der Teigknetstufe verkneten. So, der Teig ist fertig geknetet, schaut so aus und den geben wir uns jetzt einfach in eine Schüssel. Der Teig muss 30 Minuten lang ziehen und der ist wirklich sehr schön, auch von der Konsistenz her. Also lässt sich auch sehr schön aus dem Mixtopf nehmen, da bleibt jetzt nicht so mega viel hängen. Das Ganze decke ich jetzt wieder mit meiner tollen Duschhaube ab. Und lass den Teig einfach so eine halbe Stunde gehen. So, während der Teig geht, kümmern wir uns um unsere Tomatensoße, die nachher auf diese Naanpizza-Brote kommt. Dafür nehme ich einfach eine Dose stückige Tomaten. Da rein kommt ein Teelöffel Salz. Ein Esslöffel ungefähr, wenn ihr habt, Kräuter der Provence. Einen gestrichenen Teelöffel Zucker, damit es ein bisschen das Säuerliche aus den Tomaten nimmt. Dann gebe ich einfach noch ein bisschen Zwiebelpulver rein, das ist aber optional, das müsst ihr nicht. Und was für mich auch auf jeden Fall noch reingehört, ist Oregano. Ebenfalls getrocknet, da mache ich ungefähr einen Teelöffel dazu. So, und dann wird das Ganze auch schön vermixt. Ich habe übrigens den Mixtopf jetzt vorher nicht abgespült. Und zwar mixe ich das jetzt einfach 6 Sekunden auf Stufe 4. So, fertig ist dann auch schon unsere Tomatensoße. So, meine Lieben, der Teig ist richtig schön aufgegangen. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und jetzt nehmen wir uns einfach und bemehlen uns unsere Arbeitsfläche. Dann nehmen wir uns einen großen Esslöffel und stechen uns Teiglinge ab, ungefähr so groß wie eine Tomate. Das Ganze wende ich einmal kurz im Mehl. Und dann ziehe ich mir den Teig einfach mit den Händen auseinander. Also ihr braucht da auch keinen Teigroller und ihr müsst damit auch keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Einfach nur den Teig so ein bisschen auseinanderziehen. Gucken, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Loch reingezogen. Einfach wieder ein bisschen stopfen. Und das lege ich mir erstmal beiseite und steche mir gleich das nächste Stück ab. So.
dann gebe ich das einfach in die Pfanne und lasse das von beiden Seiten richtig schön goldbraun anbraten. Und es ist übrigens wichtig, dass ihr das Ganze schön dünn ausrollt, damit sie eben genau diese Blasen werfen. Denn ich habe das Ganze eben schon mal probiert und habe den Teig viel zu dick gehabt. Ich zeige euch das mal. Und das ist einfach nur so ein Flatschen geworden. Das macht aber nichts, das schmeckt trotzdem gut. Jawohl, schön goldbraun geworden. So reicht das auch schon aus. Das legen wir uns dann auf ein Küchenkrepp und geben das nächste in die Pfanne. Und so backen wir uns jetzt alle komplett aus, bis sie fertig sind. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So sehen sie dann aus, wenn sie aus der Pfanne kommen. Und jetzt kommt der leckere Teil. Jetzt bestreichen wir uns den nämlich einmal mit unserer selbstgemachten Tomatensoße. Darauf verteile ich dann einfach den Spinat. Auch einfach so portionsweise. Je nachdem, wie viel ihr da mögt. Wenn ihr da weniger mögt, dann macht einfach weniger oder ihr nehmt einen komplett anderen Belag. Ihr könnt ja da wirklich Tomaten drauf machen oder ihr macht euch nur eine Tomatensoße mit Käse, praktisch eine Margarita. Darauf verteile ich dann den Feta-Käse. Und dann wandert das Ganze auch schon für, ja, ich sag mal, bei 200 Grad für 5 bis 8 Minuten in den Ofen. So, meine Lieben, ich habe mir das Ganze jetzt einmal aus dem Ofen geholt. So schaut das Ganze dann aus. Und ich gebe mir jetzt einfach noch so ein bisschen was von meinem geliebten Joghurt-Dip dazu. Wie ich den zubereite, das zeige ich euch auch in dem Video, wo ich euch die Zigarrenbörek zeige. Genauso habe ich den Joghurt-Dip auch gemacht, nur eben ein bisschen weniger Knoblauch genommen. So, ich würde sagen, wir lassen es uns jetzt schmecken. Ich hoffe, ihr probiert das Ganze mal aus und euch hat das Video gefallen. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.